Alfred, ich habe den Kryobohrer zusammengebaut, aber er benötigt noch irgendeine supraleitende Flüssigkeit. Ich hab es, Sir. Ein organisches Kühlmittel, das im Versuchslabor eines gewissen Victor Freeze benutzt wurde. So wie Mr. Freeze. Der Zufall ist zu groß, um ihn zu ignorieren. Hier steht, dass Ferris Mr. Freeze Labor schließen ließ. Wenn er ein verprellter Angestellter ist, der auf Rache sinnt, dann geht es hier um mehr als nur Waffendiebstahl. Freeze Labor steht unter Quarantäne. Es gab wohl einen Unfall. Ich bin bereits zu Govcorp unterwegs. Na, dann wollen wir uns doch mal in das Labor begeben von dem Freeze. Ich denke vielleicht, wenn es zu lange dauert mit den Nebenaktivitäten, weil es ja nur ein kleiner kurzer DLC ist und ich das nicht unnötig in die Länge ziehen will, werde ich es vielleicht in einem Zeitraffer schnell vorwärts laufen lassen, damit wir uns um die restlichen Sachen kümmern können. Und ja, mit dem Gedanken spiele ich. Also, ihr werdet es ja sehen, wenn dieses Video online geht. Hier ist nichts mehr, oder? Nee. Nein, ich hätte eben noch was gesehen. Es macht Spaß, im Kreis zu fliegen. Wenn das Spiel kriegen wir zu anfassen, das war natürlich wieder nichts. Ach, egal. Lass ich die hinten babbeln. Ja, um die Collectible-Sachen abzuschließen, werde ich vielleicht einen kleinen Schnelldurchlauf machen. Ist vielleicht auch besser für euch. Umso schneller sind wir bei Arkham Knight. Das sehe ich auch, dass die in sich dazu zusammen. Na, mal schauen, hier komme ich nicht durch. So, kann ich den Klotz einfach ausschalten? Nee, ach komm, der steht zu weit weg. Meh. Egal, sag mal. Salute zu euch oder so. Das kann ich ja gut wie sagen, weil sonst denken die Leute wieder, hä, jetzt geht die Folge los. Nein, das machen wir noch. Nein, 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 da kommt Ninja! Hi! Guck mal hier, dein arme Space wird drin. Wie war das von Fest in dem einen? Was bei von mir? Ein ganz base Bub, früher war ich Staubsauger, jetzt ist er ein Base. Ich warte jetzt vor sogar, ich hab vor kurzem wieder das Best-of geschaut von Super Mario Galaxy, was Gammy gemacht hat. Müsste mal euch geben. Fitzy ist hier, um eure Ärsche zu retten. Was? Fitzy? Seriously? Hast du dich freiwillig so genannt? Und wenn nicht, waren deine Eltern Sadisten, wenn die dich Fitzy genannt haben. Aber gut, im englischsprachigen Raum sind alle Eltern Sadisten, die ihren Sohn Dick nennen. Also die Graysons waren da nicht viel besser. Sag mal, ich krieg hier da wohl eine Gewatsch, nur weil ich hier so blöde Sprüche kloppe. Ja, das glaub ich auch nicht. Meinen schönen Thermohandschuh. Also ich muss echt mal sagen, bei den anderen Batman Arkham Spielen war das Kampfsystem ein bisschen flüssiger. Nicht so... Hey, sag mal. Ach du Scheiße. Der will einer was? Schlafen. Klatsche ich euch alle eine. Och komm ey. Nein. Leg dich schlafen. Und tschüss. Und bautsch. So, das dürfte der letzte gewesen sein. Na, jetzt muss ich mal gerade schauen, ob ich noch einen eingefrorenen Typen finde. Was haben wir denn hier für einen? Das Govcorp Biolabor widmet sich der Erforschung von zellularer Kryogenik in Pflanzen. Zur praktischen Anwendung dieser Forschung gehört die Möglichkeit, in unwirtlicher Umgebung Nahrung anzubauen, sowie eine längere Aufbewahrungsdauer für Spenderorgane. Hier in der People Company ist unser Blick stets auf die Zukunft gerichtet. Hört mal genau hin, das war die Synchronsprecherin von Poison Ivy. In Arkham Origins gibt es sie ja noch nicht, aber klar, sie war Forscherin. Ich meine, immerhin. Ah, da oben ist auch noch ein eingefrorener Kopf, glaube ich. Immerhin ist sie Forscherin auf dem Pflanzengebiet. Macht also schon Sinn. Ich
da noch an, wenn die auffallen. Ja, Ah, hier ist ja auch noch einer eingefunden. Den hätte ich ja beinahe übersehen. Dann bist du Nummer 15. Alles klar, ich muss also noch 5 finden. Du bist der Echt? Ich dachte, ich bin Spider-Man. Obwohl, nee. Wir sind ja bei DC, nicht bei Marvel. Jo, wenn's Marvel. Da ist doch niemand mehr da oben. Ich mach mal diese Tür auch kaputt. Einfach nur, weil ich so scheiße zum Freeze bin. Und ich sag auch trotzdem mal, gute Wie, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins 100% Run. Wir sind bei der DLC-Kampagne, Mini-Kampagne. Was? Stand da? Achso, nur Rede mit dem Kopf. Ich wollte nur mal kurz was hier schauen. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Sogar das Kühlmittel. Ist das denn hier drin? Ja, ist es. Okay, wir sind bei der DLC-Kampagne. Alles kaltes Herz. Ich wollte immer nur schauen, wo ich den nächsten finde. Hier komme ich nicht durch mit meinem Exo-Anzug. Okay. Wir brauchen nämlich die Flüssigkeiten, um Freezer aufzuhalten. Oder so, ja, doch. Wir sollen Freezer aufhalten, genau. Wir müssen erstmal unseren Kryobohrer hier fertig bauen. Das für dich. Hast du den Falschen ausgesucht? Wieso ging das eben nicht? Hä? Wieso stand denn der? Ich bin doch gekontert, dass du vom Boden fließt, Bursche. So, nur kurz schauen. Okay, hier ist auch niemand, der eingefroren ist. Sind wir wieder beim Stealthen? Ich muss die Kryoschwaden aus dem Labor ablassen, damit die Abriegelung dieser Tür aufgehoben wird. Ich aktiviere beide Schalter, alles klar. Ich kümmere mich trotzdem jetzt erstmal um die, die hier eingefroren sind. Durch die Treibhäuser führen zwei Stromleitungen. Ich sollte sie mit einem thermal geladenen Batarang ausschalten können. Und jetzt kann ich mich ja immerhin hier durchbegeben. Ohne Probleme zu haben, einzufrieren. Ja, sieht man nur halt sehr wenig, deswegen empfiehlt sich hier. Achtung, Reaktorversagen. Bitte evakuieren Sie das Gelände. Noch ein, okay. Und so wie ich das aktiviert, deaktiviert habe, werden die wahrscheinlich kommen. Deswegen will ich mal kurz was schauen. Ich habe das mit der Eiswand gesehen, ne? Instabile Eiswand. Ich will nur schauen, wie ich hinter die käme. Wenn ich das gerne vorbereiten würde. Was ist denn hier los? Ist das der zweite Schalter? Ich muss die beiden Stromleitungen unterbrechen, um das Reaktorleck zu schließen. Danach muss ich den Raum von den Eisschwaden befreien. Mhm. Achso, und hier käme ich rein, ja? Das will ich mal kurz experimentieren. Der chemische Reaktor hat versagt. Durchbruch der Reaktor steht bevor. Gut, ich wollte das nur schon mal vorbereitend klären. Wir müssen ja das, diese Ausschalten durch 3 Wände machen und 2 sind hier. Jetzt schalten wir erstmal noch diesen Schalter hier ab. Jetzt kommt erstmal kein neues Eis hier, nein. Dann werden wir sehen, ob wir so gut sind. Kyogenik. Das ist unsere Chance. Reinlaufen und abknallen. So, Jungs. Ein Batarang mit Thermalladung könnte das Eis um diesen Aussichtspunkt lösen. Da muss ich mich jetzt beeilen.
Was? Verdammt! Wie konntest du ihn verlieren? Ich sollte mir diesen Aussichtspunkt da befreien. Okay, dann befreie ich mir jetzt erstmal die Aussichtspunkte, dass ich die verwenden kann. Ich bleib genau hier. Ich geb dir Deckung. Steht der an so einer Wand? Perfekt. 8 Gegner haben wir. Ups. Das war gar nicht beabsichtigt, was ich da eben gemacht habe. Ich wollte mir jetzt erstmal nur diese ganzen Vorsprünge hier freischalten. In Ordnung. Um da aber reinzukommen, verlangt es. Oh, da drüben ist noch ein Vorsprung nicht frei. Und der auch. Okay. Um da reinzukommen, verlangt es eigentlich, nicht gesehen zu werden. So, dir verpasse ich meine Rauchgranate. Mann, ich sehe nichts. So, Eiswand ausschalten. Wenn ich das jetzt mache, ach egal, ich riskiere es. Nee. Hochgeflogen ist er garantiert nicht. Ach gut, die kommen hier nicht rein wegen den... Aha. Gut, jetzt können wir eigentlich den Raum aufräumen. Ich kann auch nicht mehr sprechen, hey. Dich mach ich so kaputt. So macht man das mit solchen Lappen. Harter Scheiß. Wirklich dreht sich jetzt der Falsche um. Komm ein Stück näher und Bums. Wer ist das? Wo bist du? Hier. Wo ist der Nächste? Dich versetze ich in Panik. Muss mich losschneiden. Ich seh dich. Gute Nacht. Und vielen Dank für die Blumen oder so. So, ich habe gesehen, dass da drinnen noch einer ist, der eingefroren ist. Dauergesichtet, ja, das habe ich jetzt in Kauf genommen. Noch 3 Stück. Ach, werden die so eingeblendet? Das ist ja cool. Und wahrscheinlich ist der letzte dann in dem Raum, dem ich noch gar nicht war. Das ist cool, das heißt. Wach auf! Muss ich aber. Okay, das ist in meinem Raum. Hier, ich habe eine Überraschung für euch. Also gut, kommt von oben. Wolltest du was? Aha. Hey, was machst du jetzt? Ah, cool. Die kann man sogar auch mit den Gadgets erwischen. Weil der geht ja eigentlich nur das Spezialausschaltmanöver nicht, ne? So, der Arm ist verdreht.
Wieso ist denen eigentlich nicht so kalt und Bat braucht selbst diesen Anzug hier dafür? Und immer noch friert bei mir was ein. Ah, Spiellogik. Okay, vorne rechts ist der nächste. Das ist die Tür zu Freeze Labor, aber es steht unter Quarantäne. Ich muss diese Kryodampfschwaden absaugen, bevor ich die Verriegelung lösen kann. Aber erstmal tau ich dich auf. So. Irgendwo hier müsste noch einer dann sein. Okay, aber jetzt wollen wir erstmal hier reinkommen. Müssen das ganze Zeug erstmal auftauen. So ist das doch schon viel besser, wenn hier ein bisschen der Durchzug funktioniert. Es ist wieder kalt. Das war weit mehr als nur ein einfacher Unfall. Die Haut dieses Wachmanns hat dieselbe blaue Färbung wie die von Freeze. Ich sollte diesen Tatort untersuchen. Wir lösen das jetzt ein Verbrechen zur Erschaffung. Laut Analyse ist er an einem Hitzschlag gestorben, doch der Raum weist keine Anzeichen einer Überhitzung auf. What the fuck? Der brach da zusammen. Aber an einem Hitzschlag? Irgendwelche kristallisierten chemischen Rückstände. Die Spuren führen zurück ins Labor. What the fuck, an einem Hitschlag? You got to be kidding me. Na gut. Gehen wir dem ganzen Zeug. Ah, da ist doch der letzte Mister, der eingefroren ist, ne? Ne, kann ich dich nicht befreien. Hier endet die Spur. Ich sollte nach weiteren Beweisen scannen. Na gut, schauen wir mal nach. Zwei Männer kämpften. Einer rannte aus dem Labor. Dürfte der tote Wachmann gewesen sein. Was hat der andere angestellt? Handabdrücke stammen von Victor Freeze. Er muss zugesehen haben, wie der Mann starb. Was geht ab hier? Freeze bediente sich bei verschiedenen Prototypen, um sich einen kryogenischen Überlebensanzug zu bauen. Ich brauche noch mehr Hinweise. Ja, was ist hier drüben eigentlich abgegangen? Als das Eis die Ventile blockierte, bildete sich extremer Druck im Tank. Scheint, als sei der Wachmann durch Eisdämpfe der folgenden Explosion eingefroren worden. Durch eine Explosion eingefroren, ey. Das muss man erstmal hinkriegen. Spuren zufolge wurde die Waffe noch vor dem Zerbersten des Tanks eingefroren. Vielleicht durch Freeze Kryokanone. Diese DNA-Spuren stammen von Victor Freeze. Die Analyse lässt auf stumpfe Gewalteinwirkung schließen. Freeze wurde mit einer Waffe angegriffen. Die Kanone wurde umgeworfen und ausgelöst. Als der Tank explodierte, stieß er Kryochemikalien aus. Die Wolke traf Freeze und den Wachmann. Aber die Schockwelle hat den Angreifer weggeschleudert. Ich muss diese Waffe finden. Sie könnte mir helfen, den Angreifer zu identifizieren. Alter, was ging denn hier ab? So, wo ist diese Waffe hingeflogen? Da gibt's einen ersten Hinweis. Die DNA-Analyse bestätigt, dass mit dieser Waffe auf Victor Freeze eingeprügelt wurde. Und die Fingerabdruckanalyse. Ferris Boyle. Es war Ferris.
Was zum Teufel? Etwas wurde hier durchgeschoben. Vielleicht eine fahrbare Trage. Die Flüssigkeit muss sofort gefroren sein, nachdem diese Spuren entstanden sind. Würde mich nicht wundern, wenn da Nora drin war. Wir versuchen also gerade herauszufinden, was vorgefallen ist zwischen Ferris Boyle und Mr. Freeze. Wie es dazu kam. Ich meine, Arkham Origins erzählt hier seine eigene Origin-Story. Natürlich sind wir auch dabei, auf der Suche, die weiteren verbleibenden Opfer aufzutauen. Das dürfte sich jetzt auch erledigt haben. Ja, was ist vorgefallen zwischen Freeze und Boyle? Boah, ich bin halt von müde, ey. Das heißt, wenn wir in der nächsten Folge, vergesst auf jeden Fall nicht, Bewertung, Kommentar zu lassen. Ich bin hier raus. Peace out!